Kom til ER. Dad? Virus in meinem Kernschaden. Bitte. Was soll das? Elisabeth hier. Wir kennen uns noch nicht. Mein Mann und ich brauchen Hilfe bei einer heiklen Sache und ich dachte, du kannst vielleicht helfen. Darf ich fragen, wer ihr überhaupt seid? Du und dein Mann? Am Telefon möchte ich ungern ins Detail gehen.
Bitte komm vorbei, dann besprechen wir alles Weitere. Wie gesagt, die Sache ist etwas heikel. Was ist so heikel an der Sache? Das sollten wir persönlich besprechen, wenn es dir nichts ausmacht. Können wir uns treffen? Ja, treffen wir uns. Ich schicke dir die Adresse. Bis dann. Ich habe gehört, wenn Bako super Job sagt, das ist meistens ein hübsch eingepackter Haufen Scheiße. Die Sache ist heikel. Heikel? Wow, du bist echt schlecht im Anpreisen, Bako. Der Job ist normal, aber der Kunde ist anspruchsvoll. Das sind die meisten Kunden. Was ist an diesem so besonders? Er will, dass alles genau nach Plan abläuft. Und dafür lässt er richtig was springen. Dieser Job braucht deine fähigen Hände. Weniger Vorschusslorbeeren. Es ist also ein hübsch eingepackter Haufen Scheiße. Heute werden wir uns mit Blue Technologies auseinandersetzen. Dem absoluten Marktführer in Vollkörperkonversion. Vor kurzem release the Moon. Okay, gib mir die Details. Den Breitortal-Titan-Schäden, die Eiger-T-Knochen-Serie und die Haustock-W-Arm-Serie. Währenddessen fährt ihr erster großer Erfolg weiterhin unverändert Gewinne ein. Liscap C, das immunologische Override-System, ist mittlerweile zu einem Muss für alle Cyberware-Enthusiasten geworden. Letztes Jahr kamen über Moore Technologies immer wieder die Behauptungen auf, dass im Vergleich zur Konkurrenz ihre Implantate bedeutend schneller Cyberpsychosen hervorrufen können. Wie? Hallo? Doch den PR und du willst, dass ich jemanden ermorde? Es, was? Spreche ich mit dem Dalai Lama? Hab mich wohl verwählt. Du schwimmst nicht erst seit gestern im Teich. Du weißt, dass Fische gefressen werden. Sieht es aus, als gäbe es eine rosige Zukunft für Moore Technologies in den kommenden Jahren. Wurde der Mann schuldig gesprochen? Verdient er wirklich den Tod? Sehe ich für dich etwa aus wie eine Richterin? Was genau hat er getan? Ich bin auch keine Reporterin. Willst du den Job oder nicht? Okay, bin dabei. Gut. Der Kunde wartet in einem Auto an der Ecke Six und Breath. Wieso im Auto? Der Kunde will mitkommen und dabei sein, wenn du den Kerl eine Kugel in den Kopf jagst. Viel Glück!
Polizistin in so einen Bezirk zu schicken? Ein Jahr vor der Rente? Ja, was denn jetzt? Nicht geschickt. Knapp bei Kasse, Joom. Kannst nicht warten? Schick keinen Bericht, verdammt! Was soll das bringen? In mir, okay? Er will nicht mit mir reden? Er ist mein Sohn! Was flennst du denn so? Ich schrei nicht! Wir sorgen auch anständig für Ordnung. Keine Sorge. So, reden wir jetzt mal über gestern? Steht alles in meinem Bericht. Oh, den habe ich gelesen. Aber die Kleinigkeit, dass ich dir gesagt habe, du sollst da schnell raus. Hast du was zu sagen? Große Sache. Das hat auch sie schon
Gerade eben hat uns folgende Einmeldung erreicht. Ein Kankao AV ist vor den Toren Night Cities abgestürzt. Die Schubdüsen des AVs wurden durch eine unerwartete EMP-Entladung deaktiviert, die von einem beschädigten Kraftwerk in Santo Domingo ausgingen. Eine versuchte Notlandung des Piloten war leider nicht erfolgreich. Die Überlebenden des Absturzes sahen sich einer Bande Nomaden ausgeliefert. Glücklicherweise konnte das überlebende Kantau-Sicherheitspersonal den Angriff ohne weitere menschliche Verluste abwehren und sich in Sicherheit bringen. Das Unternehmen hat bereits reagiert und will gegen die Nomadenlager entschieden und gewaltsam vorgehen. Nach der Pause, Präsidentin Myers hat eine Stellungnahme zum Flüchtlingsstrom aus den Niederlanden abgegeben. Hallo Night City, ich bin Gillian Jordan mit den N54 News und das sind die Lokalnachrichten. Das NCPD rät zur Vorsicht bei der Benutzung von Datenterminals. Eine einfache Routineinspektion ergab, dass viele mit Malware verseucht sind. Polizeiexperten haben mittlerweile bestätigt, dass der identifizierte Virus zum Versagen von Cyberware führt und in Extremfällen reagierte Gangaktivität auf Rot erhöht. Bewohnern von Arroyo und Watson wird geraten, ihre Häuser nach Einbruch der Dunkelheit nicht zu verlassen, dass sie handfeuerbare Griffe bereit haben. Schulen sowie auch hallo. Got another dry, sun-filled week coming your way, Night City. But soak in that sun while you can. There's a cold front. Es gibt keinen besseren Kandidaten an der Spitze des weltweit größten Waffen. She putting on some mileage. I bring all the money to the house, then divide.